Ja, schönes Bild hier jetzt mit den ganzen Kids. Und ja, sehr gut. Große Freude für die Kids auf jeden Fall. Jetzt kommen sie hier an. Ja, sehr schönes Bild. Sehr schönes Bild, super. Und so oft kriegen sie auch nicht so viel Applaus. So, jetzt klatschen sich die Mannschaften noch ab. Also es kann gleich hier gleich losgehen. So, es kann losgehen. Zeit läuft. Hier hinten rechts jetzt am Ball Vincent Scholt, auch interessanter Spieler 2007, erstes Jahr Jugend A. Hat sich hier auch gleich eingespielt ins Team. So, schön erobert von Aiden Sarikaya. Hier wurde jetzt gepfiffen. Ja. Hier natürlich die Ecke. Ja, da hat er sie. Da ist sie sehr stark. Sehr, sehr stark. Er wollte nichts anderes und zweimal, ja. Zweimal hatte der Spieler auch schon, ich glaube, so auch wieder Schneider seine Füße hochgehoben, aber als Steib dann Richtung Tor antrat, musste er auch mit. So, jetzt die Situation, die du gefordert hast. Ja. Er ist auf dem Platz. Ken Russell, der Spezialist dafür. Dass Nick Woods schießt aus der Mitte, halte ich dann für sehr unwahrscheinlich. Erstmal wird es jetzt Kane probieren. Ja. Was natürlich dann für so einen jungen Mann wie Jasper Ditzer spannende erste Situation. Ja. Man sieht ihm an, dass er sich immer noch fragt, wo der Ball an ihm vorbeigegangen ist. Der war einfach so wahnsinnig hart. Ganz, ganz, ganz starker Schlenzer und relativ zentral. Auf jeden Fall lange Ecke. Ja. Boah, das ist auch gnadenlos. Ja, angezeigt drüben von Heinlein, dass da der Körper von Paul dran war. Oh, da. Das ist ärgerlich natürlich so kurz vor Schluss, ne? Ja, das ist wirklich ärgerlich. Aber der HTRC jetzt die letzten 3 Minuten auch wirklich bemüht, da noch dieses Tor zu machen und hatten viele. Polo konnte sich nicht so richtig befreien aus dieser Drucksituation. Ja. Ist drin. Der ist sehr stark. Links und oben. Machst du auch als Torwart nicht. Du sagst ja als auslaufende Mannschaft, der Ausläufer soll die Mitte und das lange Eck zumachen. Aber wenn du so ein Ding, der geht ja glaube ich sogar fast noch an das Innennetz. Nimmt da Björn auch gleich mit. Und dann ist er aber zu spät dran. Mal gucken. Oh, stark. Starkes Tor. Toller Angriff hier. Super Ball von Tisi Müller hinten raus. Ja. Lasse Minke sagt immer wieder, wenn du die Bälle gut verarbeitest, dann hast du Zeit zu gucken. Und dann nimmt er hier, ich weiß gar nicht, wer rechts mitkam. Ja, Leon rechts. Genau. Und der ich glaube, am Ende ist es Hugo Inglis, der ihn über die Linie befördert. Aber es war ein toller Angriff und schön schnell gespielt. Und vor allen Dingen mal, wie gesagt, das ist halt ganz, ganz sauber, toll gemacht hier von Lasse Minke auch. Der ist drin. Der ist drin. Ja. Also, wir haben es gesagt. Du hast vor den Kontern gewarnt, allerdings. War nur so ein ganz, ganz, ganz knapper Touch von Philipp Lozenski, aber der reichte, um dann reinzukullern. Ja. Ja, dann ist wieder offen. Genau. Oh, der ist hübsch. Der ist sehr, sehr hübsch. Und das bin ich, George Baker. Das ist George, genau. Weil er ackert immer von die ganze Zeit 60 Minuten durch. Immer wenn er auf dem Platz ist. War ein super Ball von Kane. Und ich sag jetzt mal absichtlich durchgelassen von Lasse Mink. Ja, absolut. Also natürlich, ich glaube, es geht weniger darum, dass man die Ecke entschärft. Die gehört halt dazu, aber sie ist halt zu gefährlich. Da ist er wieder drin. 5-2. Das ist natürlich stark, das ist natürlich die Entscheidung und es ist vor allen Dingen, ist es auch wichtig, diese Waffe in Richtung Viertelfinale, dass sie jetzt funktioniert. Ja, und dann was passiert, Steib, das könnte nochmal sein Tor werden. 1 und dann ist die Ecke, ist vorbei. Alles klar, sehr gut, herzlichen Glückwunsch an unsere Herren. Genau. Tolles Spiel, tolle Atmosphäre hier. Damit auch klar sozusagen den 4. Platz von sich gewiesen und die Chance oben dran zu sein. Jetzt punktgleich mit dem 2. Also wirklich gutes Spiel am Ende.